Herzlich willkommen zum 109. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 19. April 2018. Es ist kurz nach 7:30 Uhr. Und ich wünsche uns einen wunderschönen Abend. Wir haben diesmal zu mehreren Studenten der Keshe Foundation etwas vorbereitet, und zwar in erster Linie Zusammenfassung von dem heutigen Workshop, der heute Morgen stattgefunden hat, dem 220. Knowledge Seeker Workshop. Und am letzten Wochenende hat das Musan-Wochenende stattgefunden mit sehr, sehr vielen neuen Informationen. Und da haben wir auch was zusammengestellt, dass wir zumindest euch einen kleinen Einblick geben können von dem ersten Tag. Den zweiten Tag werden wir dann sicherlich nochmal in den nächsten Donnerstagen zusammenfassen. Hans Rudolf, magst du mit dem ersten Teil der Zusammenfassung beginnen? Jawohl, ich bin bereit. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert mit meinem Bildschirmteilen, weil ich hatte das letzte Mal Problem mit meiner Präsentation. Aber ich probiere es mal. Ich teile mal den Bildschirm. Das heißt, Moment, ich muss da zuerst die Präsentation öffnen. Okay. Teile ich den Bildschirm. Jawohl, hier. He? Könnt ihr das sehen jetzt? Ja. Okay, gut, ja. Okay, dann auch von meiner Seite einen ganz schönen Abend an alle. Ich habe die Ehre, heute die Zusammenfassung der ersten Stunde zu machen, und ich habe mich entschieden, dazu eine kleine PowerPoint-Präsentation zu machen. Und es geht in der ersten Stunde, ging es um die Themen The Day of the Mosan, also das Wochenende vom 14. und 15. April 2018, also das letzte Wochenende, ist Herr Keshe kurz darauf eingegangen. Dann im zweiten Teil hat er das System für das Spaceship erklärt, und im dritten Teil hat er mit vier verschiedenen Zeichnungen uns versucht näher zu bringen, wie das mit den dynamischen Reaktoren funktionieren soll. Angefangen hat er mit einer Danksagung für das tolle Wochenende an alle Beteiligten, die an diesem Wochenende mitgewirkt haben. Er war sehr erfreut, wie das gelaufen ist, und hat allen ganz recht herzlich bedankt. Dabei ist er besonders auf die Geschichte von Naomi, also der Präsentation von Giovanni. Das ist die Tochter von, also Naomi ist die Tochter von Giovanni, der mit der Keshe-Technologie sie zurückgeholt hat ins Leben, nach ihrem schweren Unfall, den sie gehabt hat. Das schien ihm anscheinend sehr wichtig zu sein, darum hat er das hier nochmal ganz besonders erwähnt. Es gibt im Anschluss an die Zusammenfassung vom heutigen Teaching gibt es eine Zusammenfassung von Stephanie vom ersten Tag von diesem Wochenende. Darum gehe ich da nicht weiter drauf ein. Dann hat er erwähnt, dass er nach diesen 2 Tagen viele Bewegungen weltweit bei dem politischen Führer gesehen hat. Also da muss einiges geschehen sein, was er aber nicht näher erläutert hat. Er hat erklärt, dass sein Ziel dieser 2 Tage war, die Regierungen weltweit aufzurütteln, und wünscht sich und hofft, dass die Regierungen aller Länder auf dieser Erde es verstanden haben und sie den nächsten Schritt zum allgemeinen Frieden auf der Erde machen werden. Das ist sein Wunsch.
Der vierte Punkt war der Aufbau des Systems für dieses Spaceship, das uns ja am Sonntagmittag gezeigt wurde von John Beaver. Der Aufbau des Systems mit mehreren Reaktoren für die Weltraumreisen ist sehr einfach, hat er gesagt. Ist nicht sehr einfach, hat er gesagt. Mit den einzelnen Reaktoren aus dem Iran-Reaktor, den er uns gezeigt hat, haben wir ein dynamisches System erschaffen. Die Struktur dieses Systems ist eigentlich einfach, aber die Schwierigkeit liegt darin, dies zu kontrollieren. Weil diejenigen von euch, die dieses System entwickeln wollen, müssen ein paar Dinge bei der Entwicklung berücksichtigen. Nach dieser Aussage hat er dann vier Zeichnungen gezeigt, welche Dinge er da meint, wo wir bei der Entwicklung eines solchen Systems berücksichtigen müssen. Ich zähle diese vier Dinge auf. Das ist einerseits eben dieser dynamische Reaktor. Dann als zweitens ist es das Verständnis, also das magnetisch-gravitative Verständnis für diesen neuen Typ des Reaktors. Der dritte Schritt, wie wir die Reise uns in den Weltraum vorstellen müssen. Und der vierte Schritt ist die Bedeutung der Seele bei dieser Reise in den Weltraum. Das erste Bild, das er gezeichnet hat, ich kann das jetzt halt nicht nachzeichnen, ich muss es euch einfach so erklären, wie er das gemeint hat. Er hat zuerst gezeichnet auf der linken Seite diesen neuen Reaktor. Wenn ihr den iranischen Reaktor anschaut, liegt der Motor dieses Reaktors im unteren Teil mit einem zwei- oder dreifachen Kern. Voll von ausstrahlender Materie aus der Primärstrahlung. Dies zeigt eine Menge von neuen Konditionen an. Und hier werden Plasma produziert, also das sind diese beiden roten Striche, die er da gezeichnet hat. Also in diesem Reaktor werden verschiedene Plasmen werden produziert und die Interaktion mit den magnetischen Strahlen und mit dem entsprechenden Druck, dem Druck der magnetischen Strahlen, den Druck von der einen Seite und der Druck von der anderen Seite, das sind dann die zwei kleinen Pfeile, führen zu einer Richtung und zu einer anderen Richtung. Also das sind diese zwei längeren Pfeile oben auf diesem Reaktor, einer geht links über, einer geht rechts über. Und diese beiden Richtungen führen zur Anhebung. Also mit diesem Konzept hebt das Schiff in dem Sinne ab. Er sagte, es ist sehr seltsam, dass wir mit diesem einteiligen magnetischen System zwei gleiche Richtungen bestimmen können, die zur Anhebung führt. Was das Problem ist von diesem Anhebung, ist die Kontrolle von diesem System. Und dann ist er weiter eingegangen auf die Änderungen des Konzeptes der bisherigen Reaktoren. Und das habe ich dann leider nicht verstanden, weil das war mir dann zu technisch. Da müssen dann diejenigen, die mehr technisches Verständnis haben, müssen sich da mal das dann anhören und sich daraus ein Bild machen, was der Unterschied ist von den bisherigen Reaktoren und dem neuen dynamischen Reaktoren, der er uns am Sonntagmittag gezeigt hat. Ziel war es, mit diesen Reaktoren aus dem atomaren Material Wasserstoff zu erstellen. Das ist dann das H in der Mitte oben. Und aus diesem dann das Plasma. Ganzmaterie ist ja schon im Plasmazustand. Aus dem Plasma entstehen dann die Felder, die mit den Feldern der Erde oder des Universums interagieren. Dadurch können wir Bewegungen erzeugen. Mit dem Ganzsystem produzieren wir zwar Plasma im Ganz, was zur Feldreaktion führt. Mit diesem System können wir unter anderem Strahlungen blockieren, Positionen verändern,
und andere Dinge, die wir im Universum brauchen. Das können wir mit ganz nichts machen, hat er gesagt. Dazu brauchen wir diesen dynamischen Reaktor. Das heißt, wir müssen lernen, mit dynamischen Systemen die Anhebung zu erlangen. Dazu brauchen wir das Verständnis und das Wissen, wie das zu bewerkstelligen ist. Das wird wahrscheinlich in Zukunft dann auch die Schulung sein, wie wir das erreichen können. Im zweiten Bild hat er dann versucht zu erklären, wie das mit dem magnetisch-gravitativen Verhältnis in diesen Reaktoren abläuft. Dann hat er gesagt, wenn ihr einen Magnet habt und ihn anhand des Eisenstaubs betrachtet, seht ihr die Felder der Magneten, die ausstrahlen. Das ist dieses in der Mitte dieses Magnet. Da strahlt es oben aus und es strahlt unten aus. Das eine Feld geht in die Richtung, das Richtung Blau. Das andere Feld kommt aus der Richtung, aus dieser Richtung. Das ist das Rosa. Also das Rosa kommt rein, das Blaue geht aus dem Magnet raus. Was ihr dabei nicht bemerkt, sind die Zwischenräume der Felder. Das sind die grünen Striche, die er da gezeichnet hatte. Diese grünen Striche nennt er die magnetisch-gravitative Positionierung. Diese kommen hinein, die anderen auf der Unterseite gehen hinaus. Wir haben also eine Füllreaktion, was nichts anderes ist als das, was wir über das Plasma wissen. Es hat dieselbe Eigenschaft, die gleichen Felder, die gleichen Positionen. Bei diesen Zwischenräumen kommen die Felder hinein und gehen hinaus. Er erklärte das anhand des Nord- und Südpols. Magnetisch, gravitativ, was wir ja bereits kennen. Um einen dynamischen Reaktor zu bauen, muss man dies verstehen. Das heißt, wir dürfen hier uns neues Wissen aneignen, was er in seinen Büchern Nummer 1 und 3 näher erklärt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das in der Materie, im Liquid Plasma, im Gans oder im Plasmafeld geschieht. Das sind dann diese roten Zeichnungen, die er dann bezeichnet mit Materie, Liquid Plasma, Gans und das Plasmafeld. Dann die dritte Zeichnung, ist er darauf eingegangen, wie die Reise in den Weltraum aussieht. Rechts oben seht ihr, das sollte das Spaceship sein. Und links hat er etwas erklärt, was ich auch nicht verstanden habe. Das war wieder zu technisch und das habe ich dann nicht verstanden. Er hat aber gesagt, dass wir uns mit diesem Verständnis im Universum bewegen können und wir gegen alle Gegebenheiten, die im Universum auf uns zukommen, gewappnet sind. Er hat wörtlich gesagt, ihr könnt fliegen. Ihr baut ein Raumschiff und ihr müsst nun lernen, wie ihr in dieses hineinkommt. Er hat uns das alles in den letzten Wochen und Monaten gelernt und wir dürfen uns fragen, was haben wir nicht verstanden? Das ist es, was wir noch zu lernen haben. Der letzte Punkt ist die Bedeutung der Seele. Und da hat er begonnen, einen Kopf zu zeichnen mit wunderschönen Haaren, eine Nase, Lippen, ein Kinn, Hals und Nacken. Das ist diese Figur links. Dann hat er gesagt, hier oben haben wir die Augen, hat er die Augen eingezeichnet. Und in der Mitte des Kopfes ist die Totalität als ein roter Punkt. Ich gehe davon aus, er meint damit die menschliche Seele. Er nennt sie zwar ein strahlender Stern, aber das könnte im Prinzip zusammenhängen mit der Sonne und mit der menschlichen Seele. Dieser strahlende Stern hat eine Materie um sich herum, was er denn als das Gehirn nannte. Von diesem roten Punkt strahlt das Gehirn Felder aus. Das sind dann diese blauen Punkte, die er gezeichnet hat. Aber da ist ein Problem, sagte er. Denn da gibt es die Emotion, welche die Felder der Information, wie unser Körper erschaffen ist, reduziert. Dann zeichnete er nebenbei das Gehirn und sagte, das ist der Erschaffungsort des Arms und des Fingers im Gehirn auf der rechten Seite.
Die Emotionen steuern die Beschaffenheit des Arms und der Finger. Und die Lösung, sagte er, ist nun die Emotion unter Kontrolle zu bringen, damit das Feld, die Information, vollständig frei von Filter übermittelt werden kann und damit die Körperlichkeit erschafft, die wir in der entsprechenden Umgebung brauchen. Also das heißt, wenn wir auf dem Planet Sus sind, wie er so schön immer erklärt, müssen wir unseren Körper an diese Umgebung anpassen. Das können wir, mit diesem Prozess können wir das machen. Das heißt, wir können die Körperlichkeit durch die Seele füttern. Und die Kontrolle der Emotion geht über die Seele. Und das sei die Lösung. Und das ist kurz zusammengefasst das, was er über diese Geschichte von den dynamischen Reaktoren erzählt hat. Dankeschön. Danke, Hans-Rudolf. Dani, möchtest du gleich weitermachen? Ja, gerne. Ja, danke, Hans-Rudolf. Ich habe ein paar Stichworte zu der zweiten Stunde des heutigen Workshops. Ja. Sorry, irgendwo haben wir noch ein Mikrofon offen? Ja, meins wahrscheinlich. Moment. Ich versuche den irgendwie... Auch schön. Ja. Ja, ich versuche jetzt irgendwie, dass ich das Meeting nicht verlassen muss, dass ich das stoppen kann. Hey, interessant. Moment. Die liebe Technik. Fantastisch, ja. Dankeschön. Okay, ja, jetzt ist das gestoppt jetzt? Ja. Okay, jetzt mache ich das Mikrofon noch zu. Moment schnell. Okay. Super, danke dir. Ja, in der zweiten Stunde sprach er halt darüber, dass wir noch sehr viel lernen müssen in Bezug auf die Spaceship-Technologie. Er sagte, wir müssen noch sehr viel verstehen und gab eine Analogie dazu. Er sagte, ein Stück Stoff macht dich noch nicht zum Schneider. Und er gab ein paar Beispiele, indem er sagte, was macht ihr denn, wenn ihr das Spaceship praktisch da stehen habt und ihr kommt plötzlich nicht mehr rein. Ihr habt drin eure Autoschlüssel liegen und habt nur diesen einen Autoschlüssel und oder ihr habt die Katze drin vergessen und ihr kommt nicht mehr rein. Oder umgekehrt, ihr kommt nicht mehr raus. Oder er gab das Beispiel, dass ihr vielleicht reingeht und es schließt sich und ein Bein steckt noch draußen. Und der Rest ist drin und ihr habt keine Möglichkeit, man kann euch nicht hören, ihr habt keine Möglichkeit, euch zu verständigen. Und das wären alles Probleme, mit denen wir noch in Berührung kommen würden. Und deshalb sollten wir die Technik einfach besser verstehen. Ein recht interessantes Bild möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar sprach er darüber, dass er in China, in Beijing, ein Spaceship gesehen hat, wo genau das passiert ist. Das steckt zur Hälfte in der Erde und das teile ich mal mit euch. Er sagte, das wäre ein Spaceship, was ein Plasma gewesen ist und ein Plasma, was sich materialisiert hat. Und er sagte, davon wird es noch viele geben. Und in diesem Fall sei es stecken geblieben und man hat irgendwann, nachdem es sich materialisiert hat, daraus eine Radiostation gemacht. Er sagte auch, 2 bis 3 Millionen Jahre später findet dann vielleicht jemand, der mal hier vorbeikommt, eins dieser Schiffe und weiß, wie es zu benutzen ist. Weiterhin ging er darauf ein, dass bei einigen derjenigen, die Versuche mit den Reaktoren machen, das Problem aufgetreten ist, dass Kugeln verschwunden sind oder dass auch einer der Motoren gestoppt hat. Und er sagte, das würde damit zusammenhängen, dass sich die Magrav-Felder verbunden haben mit den Erdfeldern, mit den gravitativen Erdfeldern. Und wir halt auf solche Probleme stoßen werden und darauf gefasst sein müssen. Er erwähnte etwas von der Twinity. Twin ist der Zwilling.
und sprach an den Base Reactor mit 128:1 zu laden und den Top Reactor mit 124. Und damit wäre kein Motor mehr nötig, weil die Felder versuchen würden, sich auszugleichen. Er sagt, durch den Ausgleich entsteht Bewegung. Dann ging er noch kurz ein auf den Court Case in Belgien am 25. Mai. Das heißt, da ist ein Gerichtstermin und er sagte, da wird sich dann rausstellen, ob es zu einer Verurteilung kommt oder wer jetzt ins Gefängnis muss. Und er sagte, ich denke mal mehr so im Spaß, er macht sich keine Sorgen, es stehen zwei Spaceships bereit. Er sagte auch nochmal, dass dieses Land leider keine Scham empfindet, Wissenschaftler zu vernichten. Er sprach nochmal über den Prozess der Feldplasmakontrolle und sagte auch, dass China diese Technologie jetzt besitzt und dass man voraussichtlich von dort aus starten wird. Wichtig sein, Motion, Richtung und die Ratio der Felder. Er sprach auch nochmal an, dass bei dem Mojang-Wochenende, am letzten Wochenende, schon viele Informationen rausgekommen sind. Wir sollten noch mal reingehen und uns das ansehen. Er erwähnte den Gesundheitsabschnitt von Rodrigo. Und er sagte auch, dass Giovanni Patches verwendet hat, um die Emotionen zu kontrollieren, die wiederum die Physikalität steuern. Dann sprach er an, dass es eine Forumsseite geben wird. Das hier oben ist die Adresse, wo ihr die finden könnt. Und das wird ein Spaceship Design Forum sein, wo man Support und Unterstützung bekommen kann für Probleme, wenn man am Bau ist, sich gegenseitig austauschen kann, um die Space Technology zu entwickeln. Er erwähnte auch nochmal, dass das Forschungszentrum in Arizona nicht öffentlich ist. Das heißt, dort bitte nicht auftauchen als Besucher oder sagen, ich komme mal eben schnell vorbei. Er sagt, das ist ein Forschungszentrum momentan und man ist noch nicht so weit, dass man jetzt der Öffentlichkeit da Zugang geben würde. Er sprach noch kurz die Neutronenstärke an, die wichtig sei, wenn man in andere Dimensionen gehen wolle. Und dass, wenn wir Reaktoren haben, wir den Horizont beobachten sollen, praktisch den Himmel, die Wolken, weil sich die Wolkenformationen verändern, wenn Reaktoren in der Nähe sind. Dann habe ich noch eine Frage stellen können für Ulrich. Und ich habe die mal hier auf den Bildschirm gestellt. Seine Frage war, aufgrund der Bildmodelle der Spirale, in Klammern Universumsdarstellung und der Darstellung der Plasmen und deren Interaktion, stelle ich mir die Frage, wo die Zeit in den Darstellungen ihren Platz findet. Kann es sein, dass die Vergangenheit, die Gegenwart sowie die Zukunft das Gleiche ist, gleichzeitig stattfindet und resultiert daraus, dass die Vergangenheit weiter in der Mitte näher zum Zentrum angeordnet werden kann und die Zukunft demnach weiter außen? Folgt daraus, dass Zukunft weniger energiedicht und die Vergangenheit eine höhere Energiedichte hat? Dann stellt sich die Frage, wie der Mensch durch die Seele auf das Wissen des Universums erhalten kann. Ist es vorstellbar aus der Sicht des Plasmawissens, dass Rückführungen und Vorausführungen behilflich sein können? Oder gibt es dazu andere Vorstellungen? Das war deine Frage, Hans-Ulrich, und ich habe die mal hier hingestellt.
Möchtest du, ich weiß nicht, hast du dir die Antwort schon angehört oder möchte jemand von euch darauf näher eingehen? Also ich habe die Frage noch nicht beantwortet gefunden, weil es ist wohl noch nicht hochgeladen. Und heute habe ich nicht teilnehmen können. Ah, okay. Dann kann ich kurz meine Notizen dazu geben und wenn euch noch was dazu einfällt, dann seid ihr herzlich willkommen, das zu machen. Und zwar sagte er, es kommt darauf an, was jedem von uns Realität und Zeit bedeutet. Er sagte, Zeit existiere nicht, sie befinde sich nicht auf der gleichen Linie. Sie würde nur existieren, wenn man verschiedene Feldstärken hat, stärkere und schwächere. Er sagte, der Verlust der Stärke würde im Weltraum nicht existieren, daher hätte man dort keine Zeit. Was ich noch verstanden habe, ist, dass er sagte, auf der Erde würden wir viele Energien konsumieren und daher hätten wir hier ein Zeitphänomen. Und was habe ich noch? Ja, das war es im Grunde schon. Hat noch jemand was da hinzuzufügen? Stefanie, hattest du da noch was anzumerken? Oder jemand anders? Also meine Sicht davon ist, also der Hauptbegriff ist eigentlich die Feldstärke, in der wir uns befinden. Je niedriger die ist, also auf je niedriger unser Level ist, unsere Rahmenbedingungen sind, unter denen wir leben, desto mehr spüren wir die Zeit. Je höher unsere Feldstärke ist, je mehr haben wir eine größere Bandbreite, ein größeres Spektrum, was wir überblicken, was schließlich ja zum Schöpfer führt, der alles ist und dort alles enthalten ist und wo es eben auch keine Zeit gibt. Und je näher wir dort herankommen, desto mehr haben wir keine Zeit. Also so wie wir in die höheren Feldstärke-Ebenen kommen, ist eben diese Zeit dann nicht mehr gewahr. So verstehe ich das. Und Ulrich hatte das ja anhand dieser Spirale gezeigt. Je weiter wir in die Spirale hineinkommen, zum inneren Kern, wo die Feldstärken eben am höchsten sind, desto weniger existiert dort die Zeit. Und so würde ich sagen, ist das damit auch erklärt, dass die Zeit wirklich nur auf den äußeren Bereichen dieser Spirale zu sehen ist. Ja, ist doch eine gute Antwort, oder? Ja, ich danke dir. Super. Das ist gar nicht so einfach zu malen mit dem Finger auf der auf dem Laptop. Ja, hat jemand anders von euch noch etwas mitbekommen, was er hinzufügen möchte? Also ich sag mal gerade, die Maria schreibt in Chat, danke. Und was ist mit den Parallelwelten? Wir haben öfters kurzfristig Besuch, der dann wieder spurlos verschwindet. Darum bleiben die Reisenden jung. Dankeschön. Ja, danke für die Frage. Darauf ist er natürlich nicht eingegangen, weil das nicht Bestandteil der Frage war. Aber man hat natürlich immer die Möglichkeit, wenn ihr was habt, eure Sachen dort reinzustellen oder weiterzugeben an einen von uns und mit dem Übersetzungsprogramm zu übersetzen. Und dann können wir solche Fragen gerne stellen. Das war es eigentlich, was ich habe. Und wenn keiner mehr von euch etwas hat zu diesem Verständnis, zu der Antwort der Frage von Ulrich, dann würde ich jetzt weitergeben und bedanke mich.
Danke, Dani. Ganz lieben Dank. Danke, Dani. Hier spricht der Andreas. Ich habe die dritte Stunde des heutigen Knowledge Seekers Workshops übernommen. Zuerst, die erste halbe Stunde, wurden noch Fragen beantwortet und danach ganz Produktionen, Versuche gezeigt aus Rumänien. Mir ist es nicht gelungen, absolut ins Detail zu gehen, weil es ist sehr intensiv gewesen. Aber ich habe mein Bestes gegeben und das, ich fange mal an. Eine Frau hat gefragt, was mit den Leuten ist, die nicht so eine Tür zur Plasmatechnologie haben können, weil sie zum Beispiel kein Internet haben oder irgendeine Möglichkeit haben, einen Zugang dazu zu finden. Und daraufhin hat Herr Kesche dann gesagt, dass es die Realität des Verstehens ist, dass in der Zeit von Christus es auch kein Radio oder Zeitung oder Internet gegeben hat und dass seine Stimme durch die Seele des Menschen gehört wurde. Das war eine Nachricht von Gott. Es geht nicht so ums Internet, aber wir haben einen Bereich erreicht, in dem wir den Menschen gezeigt haben, dass wir miteinander verbunden sind. Und dass jeder durch die Seele arbeiten kann, wenn man den Prozess der Seele versteht. Dann ist Maschek drangekommen, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Er hat gefragt, oder zuerst einmal festgestellt, wenn wir einen inneren Reaktor haben, der leer ist, und einen äußeren Reaktor mit Gans befüllt, dann haben wir, wenn er dynamisch ist, im inneren Reaktor Felder geschaffen, die wir brauchen. Herr Kesche ist dann gleich eingestiegen und hat gemeint, er stellt immer wieder die Frage an Menschen oder Wissenschaftler und an uns, was wir mit dem Reaktor machen wollen, was mit den Feldern ist, was wir kreieren. Das wird nicht ganz verstanden, hat er gemeint. Was wollen wir damit machen? Viele wissen, dass Energie drinnen ist, dass da ein Plasma ist, aber keiner weiß, was man damit macht. Jeder glaubt ans Fliegen oder stellt sich das Fliegen vor, aber keiner weiß, wie die Felder zusammenkommen. Wir müssen auf jeden Fall eine Anwendung machen und verstehen, dass wir eine Verwendung als Ziel brauchen und dazu Werkzeuge bekommen haben, um dieses Ziel zu erreichen oder den Zweck davon. Wir sind der Schöpfer. Der Mensch hat sehr viel Zeit verbracht, den Wind zu nutzen, sich damit zu beschäftigen, wie das Fliegen funktioniert. Und jetzt sollten wir uns damit beschäftigen, wie wir mit den Feldern arbeiten können, um uns im Universum ins Universum zu kommen. Wir müssen einen Zweck finden, mit dieser Technologie etwas anfangen zu können. Wir entscheiden, was aus dem Wasser werden soll. Jetzt haben wir in den Mosan-Teachings alles gesehen, was möglich ist. Und wir müssen wissen, was wir jetzt damit anfangen sollen. Wir haben bereits alles bekommen. Wir können zum Beispiel ein Wasser in den Gefrierschrank stellen, damit es friert. Oder wir können es erhitzen und Tee damit machen. Oder die Katze damit ernähren. Also können wir auch mit dem Plasma etwas machen, nur müssen wir es verstehen. Wenn wir uns im Universum ernähren wollen zum Beispiel, können wir zum Beispiel das Plasma dafür nutzen. Das war mal die Antwort auf die erste Frage, wo ich versucht habe, sie hier wiederzugeben. Die nächste Frage war, auch von Maschek, glaube ich, dass wir es gelernt haben, wie man aus zwei Feldern
ein anderes Feld macht und wie wir dieses Wissen benutzen können, um Frieden auf die Welt zu bringen. Wir können nun ein spezifisches Feld für Frieden machen. Wie kommen wir zu diesem? Mr. Keshe hat dann geantwortet, dass für ihn der Frieden nicht das gleiche ist wie Frieden für jemand anderen. Für einen Chinesen zum Beispiel ist Frieden, wenn er am Abend zu Hause sein kann mit seiner Familie. Und für einen Amerikaner ist Frieden, wenn er in anderen Ländern Bomben abwerfen kann. Maschek hat dann gefragt, kann es als kollektiver Frieden verstanden oder gemacht werden? Mr. Keshe hat dann gemeint, dass wir uns entscheiden müssen und die Feldstärke des Friedens finden müssen und uns halt entscheiden müssen, welche das ist. Er hat die Frage gestellt, was kollektiver Frieden ist und gesagt, wenn du friedvoll bist, wenn man im Frieden mit sich selbst ist, können wir jetzt auf die Felder von uns schauen. Und wenn wir ärgerlich sind, können wir auch diese Felder anschauen, die uns dann umgeben. Und so können wir das dann unterscheiden und wir wissen, da ist die eine Feldstärke des Ärgers und da ist die andere Feldstärke des inneren Friedens. Und wir können so daran lernen und uns entscheiden, selbst als Reaktor eben diese Felder steuern zu können, um im Frieden zu sein. Wenn man wissen will, was Frieden ist, muss man halt sehr viel mehr hinterfragen. Er hat gesagt, dass wir verstehen anfangen sollten, was Frieden überhaupt ist. Wenn wir wollen, dass niemand Schmerzen hat, dann dürfen wir zum Beispiel keine Waffen verkaufen. Wir müssen verstehen, dass wir den Frieden in unserem Innersten verstehen müssen. Die Keshe Foundation zeigt die Technologie im Äußeren und die Menschen finden es im Inneren. Ja, so viel dazu. Dann ist es zu den praktischen Beispielen gekommen von Angelo aus Rumänien, wo sich viele Leute zusammengetroffen haben und um gemeinsam, auch unter Anleitung der Keshe Foundation, glaube ich, Experimente mit CH3 ganz Produktionen oder Reaktoren zu machen. Und diese Experimente wurden dann in Zeitraffer gezeigt, sodass man sieht, in welche Richtung die Ganze fließen oder beziehungsweise die Feldflussrichtungen, wie die geschehen und warum die geschehen. Und da war es zum Beispiel beim ersten Video nur kurz einen technischen Aufbau wiederzugeben, dass in dieser Gansbox auf der rechten Seite eine feuerbeschichtete Kupferspule war, auf der linken Seite war eine beschichtete, verzinkte Eisenspule und eine Ganskugel hat nebenbei gehängt mit CH3. Wo man dann auch sieht in weiterer Folge, dass sich das Ganze zum Beispiel in diese Richtung bewegt. Das Ziel aus diesem Versuch war es, mit diesem ganzen Setup H2 Deuterium Gans herzustellen. Es wurde dann auch ein zweites Video gezeigt, wo sich eine Ganskugel am Boden befindet und klar ersichtlich ist, dass sich der Feldfluss dadurch stark verändert, wo man auch klar sagen kann, dass es sich bei einer Gansproduktion nicht um ein normales Elektrolyseverfahren handelt und auch nicht als solches verstanden werden soll.
daraus kann man halt klar sehen, wie Feldinteraktionen passieren. Und man sieht halt den Unterschied der Ströme der Felder. Dann hätte ich eine Zeichnung, die ich zeigen würde, oder zwei Zeichnungen. Und da würde ich jetzt erklären, so viel wie es geht, davon weiterzugeben, von dem, was ich verstanden habe. Und ich würde bitten, falls jemand was zu ergänzen hat, das zu sagen. Ich gebe mal den Bildschirm frei. So hat das ausgesehen. Also hier ist die nanobeschichtete Kupferspule und hier ist die verzinkte Eisenspule, die ebenfalls nanobeschichtet ist. Hier oben befindet sich CH3-Gans in einem Ball. Und zuerst hat Mr. Kesche hier eine Four-Star-Formation aufgezeichnet. Und so wie ich das verstanden habe, ist der obere Teil der Four-Star-Formation die CH3-Kugel hier herum. Und und links und rechts die zwei anderen Teile der Four-Star-Formation und der dritte oder vierte Teil bildet sich erst durch die Interaktion und durch die CH3-Ganzkugel hier herum. Und dadurch bildet sich hier dann eben dieses Ganz, was vorwiegend durch diese Spule hier entsteht, weil es ein Metall ist und die nanobeschichtete Kupferspule nur eine statische Bedingung darin ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Elemente wie wirken, das ist mir nicht ganz hervorgegangen daraus. Falls hier noch jemand etwas dazu zu sagen hat, hinzufügen kann, bitte ich darum. Okay. Es wurde nämlich ein paar Sachen nicht gesagt, das habe ich mir gedacht, dass hier nicht wirklich jemand was dazu sagen kann. Okay, dann ist es zu einer weiteren Zeichnung gekommen, wo Herr Kesche mal zunächst hier die drei Teile oder Materialien einer Ganzproduktion aufgezeichnet hat. Er hat dann dazu gesagt, dass diese Box, die hier ist, diesen Teil innen nicht einsperren darf und dass es nur bedeckt ist mit dem Deckel oben. Das heißt, es ist ihm darum gegangen, wie äußere Feldflüsse dieses Feld hier herinnen beeinflussen. Und der ist dann dazu weitergegangen, dass hier eine nanobeschichtete Kupferplatte ist, hier eine nicht nanobeschichtete Kupferplatte, hier eine nanobeschichtete Zinkplatte, hier eine nicht nanobeschichtete Zinkplatte, hier eine Aluminiumplatte und hier eine Nicht-Aluplatte. Und wenn man das macht, sollte man halt darauf achten, was hier in der Mitte passiert. Also offensichtlich müssen, ich weiß jetzt nicht, wie die verbunden sind und ob die einfach hier so hängen oder stehen, das ist mir nicht ganz daraus hervorgegangen, aber sie sollten auf jeden Fall einen Einfluss auf das hier herinnen haben. Und jetzt ist, wenn man von einem anderen Zustand ausgeht, nämlich vom seelischen Zustand, wenn man
dann hierher zur Physikalität kommt. Er hat dann gesagt, dass hier der Planet Erde ist, wo man zwei Füße hat und zwei Hände. Dass hier der Planet Zeus ist, wo man 20 Hände und 14 Füße hat. Und hier auf diesem Planeten ist das wieder anders. Naja, auf was er da genau hinaus wollte, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Und da ist mir aus zeitlichen Gründen dann auch, ist mir nicht mehr gelungen, weiterzumachen. Dann hat das Meeting schon angefangen. Falls hier noch jemand etwas zu sagen hätte, würde ich mich bedanken. Sonst würde ich mich bedanken fürs Zuhören und ich hoffe, ich habe euch das bestmöglich schildern können und vermitteln können, was es in der dritten Stunde gegangen ist. Super, danke Andreas. Klasse. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch irgendwas übersehen bei meinem letzten Punkt. Und zwar fällt mir das auf, jetzt wo du hier die schönen Zeichnungen geschrieben hast. Keshe sagte noch, dass die Starformationen der Keshe Foundation bald herauskommen. Sie kommen direkt von der Research, von der Forschungsgruppe. Und sagte auch nochmal, dass Spenden an die Keshe Foundation bitte nicht auf das belgische Konto geschickt werden, sondern an die Keshe Foundation USA und dass die Spaceship-Technologie für den Frieden eingesetzt werden soll. Dankeschön. Danke, Andreas. Danke, Dani. Dann bin ich jetzt mit dem letzten Teil dran. Ich habe noch ein paar Punkte, die auch noch erwähnt wurden. Und zwar hat Herr Keshe erwähnt, dass die Reihe im Discovery Channel Hause Universe Works, also wie das Universum funktioniert, falsche Informationen beinhaltet. Und er aufruft, diesen Unterricht zu beenden und dass wir auch daran teilhaben sollen, dass das beendet wird, in welcher Form auch immer. Ebenso hat er einen kürzlich verstorbenen Wissenschaftler erwähnt, der auch nicht so korrekte Informationen verbreitet hat, nach seiner Sicht. Dann, was ihr auch schon im Vorhinein erwähnt habt, was diesmal unheimlich wichtig für ihn war, was er auch mehrfach gesagt hat, ist, dass wir, wenn wir ein Raumschiff in Zukunft erschaffen bzw. auch kontrollieren, steuern wollen, dass wir unsere Emotionen absolut unter Kontrolle haben müssen. Und eben auf die, er nannte es Strengths of the Soul, eben die Feldstärke der Seele eine sehr, sehr starke Rolle dabei spielt. Und somit, wie Dani auch schon erwähnte, dass dann eben keine Unfälle passieren, dass man irgendwie mit einem halben Arm im Raumschiff noch drin ist und der Rest draußen oder irgendwas drin vergisst oder was auch immer und nicht wieder reinkommt. Also es ist jetzt unheimlich wichtig, dass wir uns selbst so weit kontrollieren können und absolute emotionale Kontrolle haben, um dann diese Dinge richtig hinzubekommen. Ebenso hat er auch gesagt, dass wir
bei jedem, was wir jetzt an Experimenten und Forschungen machen, unsere Absicht auch wirken lassen müssen. Und nicht einfach ausprobieren, was passiert, sondern wirklich gezielt, was auch mit den Emotionen wieder zusammenhängt, gezielt sagen, ich für sich selber für sich vorstellen, was will ich erreichen und dann überlegen, durch was kann ich es erreichen und dann erst die Forschung beginnen. In dem Zusammenhang sagte er eben auch, dass wir vorsichtig sein sollen mit Plasmas von höheren Ordnungen, diese zu kreieren, weil wenn diese kollabieren, dann kann das mit uns auch passieren. Also das sind alle die Dinge, je weiter wir kommen, müssen wir auch unserer Verantwortung bewusst sein, dass wir mit einer sehr großen Macht umgehen und diese auch gezielt einsetzen. Dann habe ich noch einen Satz notiert, den ich auch sehr interessant fand. Felder fühlen ist jetzt anders, da jetzt die Felder Teile von uns sind. Und was Dani auch schon sagte, dass jetzt vom Mosam-Wochenende, dass wir uns die einzelnen Präsentationen angucken sollen, da sagte er auch nochmal, dass wir wirklich alles, jeden einzelnen Part und alles genau anschauen sollen, weil das eben wirklich absolut zusammen ein Ganzes ergibt. Stefanie, ich habe hier eine Hand gehoben. Der Arno würde gerne was sagen. Ich nehme an, Arno, das bezieht sich jetzt auf das, worüber wir gerade sprechen. Ist das in Ordnung, Stefanie? Passt dir das gerade zwischendrin? Oder? Ja, gerne. Okay, Arno, du bist jetzt unmuted. Kannst du uns hören? Du kannst nicht sprechen, okay. Umgehen. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es. Hallo. Aber beide gleichzeitig gedrückt, sorry. Go on. Ja, das ist genau mein Thema. Ich bin ja viele Jahre schon als Heiler unterwegs und es ist einfach so, die Erfahrung, die ich mit den Cache Heilpads, die ich selber hergestellt habe, gesammelt habe, ist einfach, dass meine eigene Wahrnehmung, also die Wahrnehmung meines eigenen Energiefeldes, in dem Moment, wo ich die Heilpads bei mir habe, rasant intensiver wurde und vor allem in ganz kurzer Zeit passiert ist. Das hat im Laufe der, es ist ja nur schon ein paar Jahre her, seit 2015 bin ich hier dabei. Und am Anfang war es ein bisschen länger, aber jetzt brauche ich bloß in der Nähe sein, noch nicht mal in der Nähe sein, dann spüre ich das schon. Und bei mir hat sich die Energiewahrnehmung dermaßen verstärkt, so dass ich manchmal gar nicht unterscheiden kann, ist es die Cache-Energie oder ist es meine eigene? Ja, also ich brauche bloß in die Nähe von irgendwo von einem Heilpad oder Markgraf oder irgendwas kommen und schon bin ich da vollkommen drin. Und nachher nochmal, wenn es passt, werde ich nochmal was sagen zu einer Möglichkeit. Also mir ist so eine ganz tolle Erkenntnis reingekommen, aber dazu möchte ich nachher erstmal was sagen. Vielleicht passt es da besser. Ein Zwecks der Möglichkeit, wie ich mit meiner eigenen Merkabar reisen kann. Aber das machen wir nachher zum Schluss, denke ich mal. Ja, das war es erstmal dazu. Danke. Super, danke dir, Arno. Ja, danke schön, Arno. Dann war im letzten Abschnitt nochmal also von der Forschung her, was wir machen, eben einmal die Absicht und auch das Variieren, was Andreas eben schon hatte in der letzten Zeichnung mit den einzelnen Platten, die rechts außen waren, hat er da auch nochmal betont, dass wir eben wirklich variieren sollen. Und
eben mit diesen Felddifferenzen spielen sollen. Er hatte dann auch noch Zeichnungen wieder gemacht mit dieser entsprechenden liegenden Acht, mit dem Feldfluss, wo der sich in der Mitte dann trifft und wir das eben alles mit berücksichtigen sollen. Eben diese Variationen können wir auch erreichen, indem wir bei den Reaktoren unterschiedliche Geschwindigkeiten, einzelne Geschwindigkeiten nehmen. Und er hat wirklich nochmal betont, dass wir mit den Feldern eben spielen sollen. Kann ich was fragen? Hat Kesche irgendwas erwähnt, warum man auf einmal auch Aluminium verwenden soll? Weil ja da mal eine große Diskussion war, man soll nicht verwenden. Und jetzt verwendet er aber wieder in seinen Zeichnungen Aluminium. Ist mir jetzt nicht bewusst, dass er da was gesagt hat. Mir auch nicht. Andreas hat ja vorher gesagt, man sieht die Platten dahinter, Aluminium und Kupfer und vorher bei der Zeichnung wieder erklärt hat. Und auch am Wochenende, am Mozart-Wochenende hat er aufgezeichnet, da war Aluminium dabei und auch Titan, also verschiedene Elemente. Das ist mir eben aufgefallen, weil er das vorher nie erwähnt hat. Herr Willi, ich denke, es ist auch ein Unterschied, wenn wir von den Gesundheitsanwendungen sprechen und von der Spaceship-Anwendung. Ich nehme an, dass Aluminium verwendet wird bei den Spaceship-Anwendungen. Und was mir dabei einfällt, du hattest beim letzten Mal die Frage gestellt, wie es aussieht mit der CO2-Produktion, ob man ein reines CO2 ganz herstellen kann. Und da ist er heute auch nochmal drauf eingegangen und hat gesagt, dass es wohl nicht möglich wäre, dass man immer Anteile vom Zink mit drin hätte. Dass es sehr schwierig wäre, ein reines Zink herzustellen. Das fällt mir nur gerade dabei ein, weil ich dich höre. Ja, genau. Und deswegen hat er das am Wochenende mit dem Aluminium vorgestellt, weil er irgendetwas zeigen wollte, was in die Richtung von Zink geht. Weil er gesagt hat, hier auf unserem Planeten fällt irgendetwas Bestimmtes in der Nähe von Zink. Und da hat er den Vergleich gebracht zwischen Zink und Aluminium. So habe ich verstanden, dass er es deswegen gemacht hat. Um so den, weil Masse nicht so weit auseinander ist wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Mhm. Nur um den Vergleich. Okay. Ja. Ich sehe auch im Chat, hat jemand, der Patrick hat geschrieben, beim Spaceship Aluminium als Platte zur Abschirmung von den Feldern. So habe ich es verstanden, sagt er. Dankeschön. Ja, zum Schluss hat er dann nochmal wieder gesagt, versteht, was ihr tut. Versucht zu verstehen die Feldstärke. Versucht zu verstehen, wie ihr Felder, Feldstärken verändert. Und versucht zu verstehen, wie ihr Felder und Plasmen in die Materie bringt. Dann hat er erwähnt, dass die Chinesen in der Ganzproduktion etwas erreicht haben, und zwar ganz von Gas. Und dass sie in der technischen Entwicklung uns gegenüber ungefähr 2 Jahre im Voraus sind, gegenüber dem Rest der Welt. Dann hat der Kesche noch eine Zeichnung gemacht. Und zwar ist es so, dass wir im Materiebereich ja in der herkömmlichen Wissenschaft immer kleinere Teilchen suchen. Da fallen mir jetzt gerade so die Higgs-Teilchen ein. Und im plasmatischen Bereich gibt es da auch immer tiefere Bereiche. Er nennt das Subdivision, also ich würde das übersetzen als Teilbereiche. Und die wirklich immer, immer kleiner, immer tiefer in den plasmatischen Bereich reingehen.
Zum Schluss hat er nochmal erwähnt, dass das eigentliche Raumschiff aus der Seele entsteht und dass wir Menschen noch nicht so weit gereift sind. Und wenn wir dann so weit sind, dass dann eben das Spaceship, das Raumschiff aus der Seele erschaffen wird. Ja, soweit zu meiner Zusammenfassung. Habt ihr noch weitere Fragen? Ich glaube, jetzt ist es passend für mich. auch nur nochmal. Genau das ist die Erkenntnis, die ich vor ein paar Tagen, 3-4 Tagen hatte. Wie das funktioniert, wenn ich aus meiner Seele heraus mich von Ort zu Ort bewege. Ja, es ist da, die Grundvoraussetzung ist dafür, dass ich mein eigenes Energiefeld wahrnehmen kann und somit auch meine Emotionen. Ich meine, ein Gefühl wahrzunehmen, das ist relativ leicht, oder eine Emotion. Aber das eigene Energiefeld zu spüren, das ist schon mal nicht ganz so leicht. Wenn ich aber das spüren kann und das ausrichten kann, dann ist das ein riesengroßer Vorteil und die Grundvoraussetzung, um für Ort-zu-Ort-Transporter. Das heißt, wenn ich diese Fähigkeit besitze, mich hineinzufühlen in andere Wesen, andere Menschen oder andere Orte, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ich stelle mir einen Ort vor, den ich schon kenne, wie der sich anfühlt. Das ist begrenzt, zum Beispiel ein bestimmter Punkt, zum Beispiel irgendein schöner Baum und darunter ist eine Bank und da saß ich schon mal drauf und ich weiß, wie sich das anfühlt. So, und dann kann ich mich jetzt, wenn ich ganz weit entfernt bin, mich auf diesen Ort einstimmen und mein Energiefeld so einrichten, dass das genauso schwingt wie der Ort dort. Und dann brauche ich bloß noch die Absicht äußern und schon bin ich da. So kann ich mir das gut vorstellen, dass das so diese Reisen mit der Seele, mit der Merkaba oder jetzt wird es Merkana, glaube ich, genannt oder so ähnlich, dass man so reisen kann in Zukunft, wenn eben das eigene Bewusstsein so weit entwickelt ist. Ja, da braucht man ja nicht so viel, sondern nur die eigene Entwicklung voranzubringen, indem man immer bewusster wird mit sich selbst und der Umwelt. Ja, das ist so mein kleiner Beitrag. Vielleicht mal als kleine Anregung für den einen oder anderen. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Danke. Super, danke, Arno. Arno, magst du noch kurz sagen, du hast es schon beschrieben, du stellst dich praktisch auf den Ort ein. Das heißt, du stellst dir vor, wie dieser Ort sich anfühlt oder die Person oder die Sache, wo du dich praktisch reinversetzen willst, ja? Ja. Genau, ich stell mir das nicht nur vor. Je nachdem, wie weit das Bewusstsein entwickelt ist, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich das visualisieren kann. Oder ich bin schon im Gefühl, also ich habe genau, kann meine, na, warte mal, wie soll ich das erklären? Also jeder Mensch hat eine, also jedes Wesen hat eine eigene Schwingung. Ich gehe mal von Menschen aus oder von anderen Wesen oder von Orten. Jedes Ding hat eine eigene Schwingung. Die Aura, meine Aura, hat eine ganz bestimmte Schwingung. So, und diese Schwingung kann sich auch verändern, aber es gibt eine ganz bestimmte Grundschwingung, die jeder hat. Ich glaube, es gibt auch schon Wissenschaftler, die da gerade beim Erforschen sind und somit soll ja Menschen kartieren können mit ihrer eigenen Schwingung und auffinden können. Ich glaube, das wurde bei Celestine 1. bis 9. Erkenntnis schon erwähnt. Genau, da war das schon erwähnt in den Büchern. Ja, und wenn ich diese eigene Schwingung, die ich selber persönlich habe, meine Grundschwingung erkennen kann und dann die Schwingung, die drauf liegt auf meiner Grundschwingung, dann kann ich ja, indem ich es erkennen kann und wahrnehmen und fühlen kann, kann ich es ja auch bewusst danach verändern. So dass ich meine Grundschwingung, die verändert sich ja nicht, die ist ja mal da, aber die draufliegende Schwingung, das kommt mir jetzt gerade, das habe ich vorher auch nicht gewusst, dass diese draufliegende Schwingung ich so anpasse, dass ich mit diesem anderen Ort, wo ich hin möchte, übereinstimme und dann einfach nur per Absicht mich damit verbinde und schwuppdiwupp bin ich dann da. So kann ich mir das gut vorstellen. Und noch etwas mit dieser dritte Teil von der ersten Frage. Ganz am Anfang, da hatte ich auch so eine Erkenntnis oder so eine Erfahrung schon gesammelt.
diese Verbindung zu den zu dem universellen Wissen, zur Akasha-Chronik oder sonst wohin, kann ich nur erlangen, wenn ich raus bin aus dem Verstand und mich einschwingen kann ins Universum schon, in dieses alles, was ist. Und das habe ich vor etlichen Jahren erfahren dürfen, als ich zurückkam von der Vipassana-Meditation. Da sind die unwahrscheinlichsten Sachen in mir passiert. Ja, und seit dieser Zeit brauche ich bloß eine Frage stellen und dann ist die Antwort da. So einfach geht das dann. Da muss ich aber sehr bei mir sein, sodass ich das auch wahrnehmen kann. Ja, so ist das halt dann. Sehr schön. Danke. Danke, danke fürs Teilen. Und wenn wir jetzt Fragen haben, werden wir uns an dich wenden. Gerne, gerne. Immer wieder. Wenn du so guten Zugang hast zur Akasha Records. Ja, das ist jetzt, wird immer zunehmend mehr mein Job werden, ja, wie es aussieht. Danke fürs Teilen, Arno. Danke sehr, euch allen. Das ist noch eine Message im Chat hier. Der Rainer schreibt: Emotionen gleich Energie, Fragezeichen. In der Mitte ist eine leere Kugel, also sozusagen die Ruhe im Sturm, Fragezeichen. Inneren Frieden finden. Danke, Rainer. Und Christian sagt, er hat auch noch eine Frage. Christian, möchtest du die Frage selbst stellen? Ach, das Problem ist, dass die mich betrifft und das ist eigentlich nicht gemeinsam dann hier. Ich kann das machen, aber okay. Habe ich das Gefühl, dann nehme ich den anderen was weg. Okay, wie du möchtest. Hallo Christian, wenn es eine Frage an mich ist, wir können das ja auch extra machen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ich kann dir auch gerne meine Telefonnummer rüber beamen. Dann können wir uns über das Telefon noch austauschen. Ist das okay? Ich kann gerne was sagen. Aber gerne. Gut, dann mache ich das. Darf ich auch kurz... Außer es ist eine Handynummer. Festnetz. Ja, Evelyn, danke. Ich würde gerne was sagen auch noch, ja. Es haben mich sehr viele Leute in Facebook angeschrieben und die waren alle sehr dankbar, muss ich sagen, und glücklich, dass Kevan eben so eine gute und großartige Arbeit geleistet hat mit der Simultanübersetzung, da ja viele eben nicht gut Englisch können. Und da möchte ich mich im Namen aller eben bei ihm bedanken, weil es war wirklich großartig, dass er uns dieses Wissen eben auch, so gut es geht, auch auf Deutsch zur Verfügung stellt. Dankeschön. Rainer sagt noch, ich denke, wir können nur dorthin reisen, wo wir in Frieden ohne Angst kommen. Okay, sonst sehe ich hier keine Fragen. Stefanie? Ja, dann kommen wir zum nächsten Teil, zum Mosan-Wochenende. Dann teile ich mal eben meinen Bildschirm. Könnt ihr das soweit sehen jetzt? Ja. Gut. Moment. Wieder nicht. Ich habe die Tage, beide waren sehr lang. Das waren beides über 9 Stunden. Sehr, sehr viel Informationen aus sämtlichen Bereichen, die Plasmatechnologie betreffen. Und ich habe jetzt persönlich einige Sätze, einige Folien, einige Ausschnitte ausgewählt, um einen kurzen Einblick darüber zu geben. Aber ich kann, wie Herr Kesche eben auch gesagt hat, wirklich empfehlen, da sich das alles entsprechend nochmal anzugucken. Und dann für sich selber vielleicht auch auszuwählen,
die entsprechenden Informationen aufzunehmen. Wie ihr teilweise vielleicht schon wisst, sind wir dabei, das KfWiki aufzubauen. Und diese ganzen Informationen vom Wochenende, wie auch weitere Informationen, fließen dort hinein. Wir brauchen allerdings noch ein bisschen Zeit dafür. Teilweise haben wir noch dort was in Englisch drinstehen, was übersetzt werden muss. Und so nach und nach wird das dann immer mehr an Informationen, dass auch gerade im deutschsprachigen Bereich eben alles auch in unserer Sprache zu sehen ist. Ein Wiki ist unheimlich wichtig, dass es fortgeführt wird und neue Informationen hinzukommen. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, ihr könnt euch dort anmelden und auch eure Informationen dort teilen, euer Wissen mitteilen. Ihr könnt Berichte mit eingeben und alles, was ihr in Bezug auf die Plasma-Technologie erfahrt, erforscht, dort mit unterbringen, dass wir das soweit mit allen Menschen teilen können. Dadurch lebt das Wiki dann auch. Weitere Informationen könnt ihr über die Homepage bekommen, die allerdings nur dann in englischer Sprache ist, die Homepage der Keshe Foundation. Und natürlich den YouTube-Kanal der Keshe Foundation Spaceship Institute. Dieses Blatt ist im Vorhinein mit einem etwas anderen Bild veröffentlicht worden und so weitestgehend von uns auch weitergegeben worden, dass so viele wie möglich an dem Wochenende auch teilnehmen und davon wissen. Es ist übersetzt worden und ich lese den Text mal eben vor. Wir sind bereit, den Weltraum für die Menschheit zu öffnen. Mehran T. Keshe hat pausenlos unterrichtet, um die Menschheit dem nächsten Schritt näher zu bringen. Es ist an der Zeit, alle Puzzleteile zusammenzusetzen. Wir geben den Schlüssel den Regierungen und dann den Menschen. Wir haben gesehen, dass die Menschen bereit zum Teilen sind. Landesgrenzen werden der Vergangenheit angehören und die Vision der Vereinigung zu einer Nation, einem Planeten und einer Rasse wird Realität. Sie werden fliegende Autos und Raumschiffe entwickeln können und Raumfahrer Mosern werden. Lassen Sie uns gemeinsam als Menschheit den Weg zur friedvollen Raumfahrt beschreiten. Die Bezeichnung Mojan kommt daher in erster Linie, deswegen hat Herr Keshe auch das Datum gewählt, den 14.04. So hieß sein Bruder, der am 14.04. verstorben ist. Und er hat diesen Tag auch als Tag der Brüderlichkeit bezeichnet, wo wir als Brüder zusammenkommen. Ansonsten ist es eben auch die Abkürzung für, genau übersetzt, Wohnen und Ernährung in einer von Menschenhand geschaffenen Zone. Frei übersetzt ist es eben auch, was wir eben schon als Thema hatten, dass der Mensch sich selbst den Bereich Wohnen und Ernährung erschafft. Und als Mojan wird eben auch bezeichnet, dass der erste Mensch im Weltraum ist, der die Plasmatechnologie verwendet. Anfangs wurde ein Video gezeigt, was auch in den vergangenen
Workshops schon gezeigt wurde, wo Wissenschaft die Seele trifft und den Schöpfungskreislauf beinhaltet. Dieses Video umfasst die Essenz von dem, was Herr Kesche im Detail mit der ganzen Plasmatechnologie in den vergangenen Jahren gelehrt hat und auch den Weg, wo wir hingehen und unsere Fähigkeiten. Indem wir einen neuen Kreislauf jetzt beginnen mit dieser neuen Technologie und ganz neue Wege beschreiten. Ich habe jetzt ein paar Zitate, ein paar Worte und Sätze herausgeschrieben, die für mich markant waren. Herr Kesche sagte, dass viele von uns Mujans werden. Ebenso hat er gesagt, dass wir uns selbst nicht erheben können, sondern nur indem wir die Seelen der anderen erheben, auch selber weiterkommen und unsere Seelen erheben können. Dadurch eben neue Stärken kreieren und weiterkommen können. Die Dimension der Seele der Menschen entspricht nicht derer des Universums und ebenso nicht derer der Physikalität. Das ist das, dass wir eben von der Entwicklung her noch sehr am Anfang stehen und dass die Physikalität uns begrenzt und erst ohne die Physikalität wir uns dem großen Ganzen öffnen. Dann hat er die Entwicklung des Menschen dargestellt, von den Anfängen bis was jetzt in Zukunft mit uns geschieht, dass wir im Universum uns bewegen und reisen können. Nochmal dazu der Satz, der Mensch im Universum ist wie ein Baby, was gerade geboren wurde. Also wir stehen wirklich noch sehr am Anfang. Indem wir Felder erschaffen, machen wir uns unabhängig von der Erde. Wir lernen, wo wir Nahrung, Wasser und Luft finden und wie wir diese herstellen. Diese zwei Tage sind die Rezepte für diejenigen, die gerne im Universum campen gehen möchten. Ob Mars oder Mond, überall im Universum ist es das gleiche Zelt. Da spricht er, wie eben schon erwähnt, zum Beispiel die Merkaba oder das Schild, was, wie es Herr Kesche nennt, unser eigenen Seelenbereich an. Wir lehren, zeigen und teilen die Nahrungsherstellung, Krankheiten auszugleichen, Materialien und Energie zu produzieren und Bewegung zu erzeugen. Also alles, was wir brauchen. Dann hat Dr. Rodrigo Villosola eine Präsentation gemacht aus dem Themenbereich Gesundheit mit dem Inhalt neue Mittel und Wege der Anwendung mittels der Plasmatechnologie unter Betrachtung aller Aspekte, wie die Seele, Energie, Physikalität und die Emotionen den Menschen wieder in Balance zu bringen. Also es ist unheimlich wichtig, im Gesundheitsbereich sämtliche Aspekte mit einzubeziehen. Und eben, dass sich die Betrachtungsweise auch verändert, weg von dem Begriff Krankheit, sondern
nur die Behandlung von Ungleichgewichten und diese Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Präsentation wurden diverse Anwendungsbeispiele genannt. Ich nenne mal so einige: Brustkrebs, Parkinson, Alzheimer, Fibromyalgie. Und ebenso diverse Geräte vorgestellt, wie Heilstationen, Atemgeräte und Ganzwasseranwendung im Detail. Ich habe mal zwei Beispiele rauskopiert mit dem entsprechenden Feldspektrum passend dazu, wie Heilstationen aussehen können. Hier sind auch nochmal verschiedene Modelle zu sehen. Daraufhin hat Herr Kesche erwähnt, dass es im tiefen Weltraum keine Ärzte gibt. Wir auf uns selbst gestellt sind und eben uns selbst auch entsprechend wieder in Balance bringen müssen. Viele Ärzte bei uns auf der Erde arbeiten inzwischen mit der Plasmatechnologie leider noch ziemlich im Hintergrund. Und er hat dazu aufgerufen, dass diese Ärzte mutig sind und an die Öffentlichkeit treten. In den nächsten Monaten werden Kliniken in Mexiko und anderen Teilen der Welt eröffnet. Dr. Rodrigo hat dann nochmal erwähnt, dass sämtliche Krankheiten psychosomatischen Ursprungs sind und über das Verständnis auf Seelenebene sich jeder selbst heilen kann. Jeder ist sein eigenes Raumschiff. Anschließend kam eine Präsentation von Claudia, einer Ärztin aus Brasilien, wo sehr, sehr detailliert mit Fotos und auch Berichten erfolgreiche Gesundheitsanwendungen gezeigt wurden mit der Plasmatechnologie und wirklich absolut im Detail dokumentiert. Anschließend war Herr Kesche wieder da und hat erwähnt, dass wir im Weltraum alles reparieren können. Und im Hinblick auf den Fall von Naomi, der ihm sehr ans Herz liegt, dass es auch veröffentlicht wird, wo wir im KFWiki jetzt auch dran arbeiten, weil Koma ein großes Problem im Weltraum ist, aufgrund der magnetischen Felder. Also es kann wohl dann aus meiner Interpretation her sein, dass es des Öfteren dann mal vorkommen kann und Koma eben innerhalb der ersten Tage relativ schnell die Patienten wieder aufgeweckt werden können. Dann hat er noch erwähnt, dass es absolut keinen Grund gibt, warum Naomi nicht wieder vollständig gesund wird. Dann hat Giovanni die Präsentation gezeigt über seine Tochter. Sie ist bei einem Autounfall mit schwersten Verletzungen im Koma liegend von den Ärzten aufgegeben worden. Und Giovanni hat mit Hilfe von Herrn Kesche sich sämtliches Wissen
über die Plasmatechnologie angeeignet und dieses zur Anwendung bei seiner Tochter gebracht. Die einzelnen Schritte und die Heilungserfolge sind in dieser Präsentation ausführlich dokumentiert. Anschließend hat Herr Kesche erwähnt, dass das Wiederaufleben ein Teil der Werkzeuge unseres Lebens ist. Das passt zu der Aussage, die ich eben schon erwähnt habe, dass alles repariert werden kann. Wenn wir wünschen, können wir Leben beenden und Leben geben in jeder Dimension im Universum. Außerdem erwähnte er, dass es universale Botschafter gibt, die direkt vom Schöpfer kommen. Die Menschen um das Verständnis noch heranreifen müssen. Und er sagte, wenn ich die Menschen nicht verstehe, wie kann ich dann helfen? Und ich verstehe mehr und mehr. Also es ist nicht so, dass wir nur lernen, sondern Herr Kesche lernt auch immer mehr von uns. Es gibt Beschützer, sogenannte Guardians, die Seelen bewegen, wenn Katastrophen nahen. Er erwähnte zum Beispiel, wenn Planeten zusammenstoßen oder sogar ganze Universen. Dann gibt es diese Beschützer, die dann die Seelen bewegen und davor beschützen. Er sagte, ich trage die Seele des Universums. Wir bewegen Dimensionen von Seelen. Dann kam das nächste Thema zur Sprache, und zwar die Schutzfelder. Die Schutzverteidigungstechnologie, Schutzschilde, Oasensystem. Als Beispiel war der Garten auf Dominica mit dem Hurrikan, der völlig unversehrt geblieben ist im Gegensatz zum Rest der Insel. Dann gab es noch ein Video über das Fühlen von Feldern bei einem kleinen Reaktor. Und dann nach dem Video hat er so ein bisschen scherzhaft gesagt, den Satz fand ich ganz gut, dass eben daraus auch ein neuer Job für die Menschen entstehen kann, als Felddetektor, der spricht. Weil wir Menschen können immer noch am ehesten diese Felder, wenn wir sensitiv genug sind, wahrnehmen und fühlen und einordnen, so. Die absoluten richtigen Messinstrumente gibt es so nicht. Und aus meinem Gefühl heraus würde ich auch mal sagen, es ist auch der richtige Weg, dass wir das sind, dass wir die Felder spüren und das nicht Maschinen überlassen. Hier nochmal ein Bild von der Oase auf Dominica, von der Zeichnung, was dort unversehrt geblieben ist. Und eine Aufnahme, das ist aus einem Auto heraus gemacht worden, deswegen ist es ein bisschen unscharf, es ist besser, sich das Video anzuschauen, wo wirklich daraus hervorgeht, dass kein einziges Blatt mehr an einem Baum war und das wie eine
absolut leblose Landschaft aussieht. Und im Gegensatz dazu ist wirklich dieser Garten unversehrt geblieben und jedes in den schönsten Farben erblüht. Anschließend wurden der Erdrat und der Universalrat noch vorgestellt. Der Erdrat wurde durch eine Präsentation von Lisa MacDonald, einem Ratsmitglied von Australien, vorgestellt. Sie hat erklärt, welche Aufgaben der Erdrat hat und auf welcher Ebene er agiert. Und zwar kümmert sich der Erdrat hauptsächlich um die physikalische, materielle Ebene und ist der praktische Arm und die Unterstützung bei der Wissensfindung für uns. Herr Kesche erwähnte daraufhin nochmal, dass es ein sehr schwerer Job ist und die Mitglieder von uns jegliche Unterstützung benötigen. Über den Universalrat hat Carolina Kesche berichtet und Ausschnitte aus der Charta vorgelesen. Anschließend haben noch diverse Ratsmitglieder gesprochen. Der Universalrat arbeitet hauptsächlich auf Seelenebene, in übergeordneten Bereichen mit der universalen Gemeinschaft zusammen. Anschließend gab es nochmal ein Video über den Universalrat. Und somit bin ich dann durch. Habt ihr Fragen dazu? Can you please? Das war sehr schön. Danke dir, Stefanie. Ja, danke. Super zusammengefasst. Dankeschön. Ja, danke, Stefanie. Super. Sonst noch weitere Fragen oder andere Ideen? Irgendwas noch, was angesprochen werden muss heute? Hallo, ja, vielen Dank, Stefanie und die anderen alle. War sehr schön, die Zusammenfassung. Das war sehr hilfreich, weil ich konnte das auch nicht alles anschauen am Samstag und am Sonntag. Vor allen Dingen morgens um 3 noch nicht. Und ja, meine Frage ist noch, wie lange sind eigentlich jetzt die Ferien? Sind die noch nächste Woche auch noch oder 3 Wochen? Oder wie? Ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt. Dass keine Lektionen mehr sind, keine Teachings. Die sind bis zum 5. Mai. Die öffentlichen Workshops am Dienstag und Donnerstag im englischen Bereich finden statt. Und wir haben auch beschlossen, dass wir unseren privaten Bereich weitermachen am Dienstag und auch der Donnerstag geht auch weiter. Okay. Sehr schön. Danke. Und dann gibt es aber dann irgendwie neue Zeiten, oder habe ich das falsch verstanden, wenn die Ferien vorbei sind? Also unter Umständen Verschiebung der
Ja, es wird neu strukturiert, dass auch Rücksicht genommen wird auf die verschiedenen Zeitzonen. Und, aber darüber ist jetzt noch nichts bekannt, oder? Nein, der Plan ist noch nicht raus und es kann auch sein, dass noch andere Dinge sich verändern. Wir können uns mal überraschen lassen, was dann vielleicht, ob neue Themengebiete noch dazu kommen. Und also es wird sicherlich ein bisschen was passieren. Ja, schön. Okay, danke. Ja, wenn ihr sonst keine weiteren Fragen mehr habt. Letzte Gelegenheit. Ah, ja, Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Die Seelengruppe, dieser Plan, ist der jetzt gültig oder ist es jetzt nur für den kommenden Termin? Also ich habe es erstmal in den Chat gestellt, um zu hören, inwieweit das von Interesse ist, dass wir danach gehen. Und wenn sonst nichts weiter kommt, dann können wir danach gehen. Mhm. Gut. Aber der nächste Termin ist festgelegt, ja? Am 20. oder wann war das? Erstmal ja. Also ich habe ja gefragt, wer dann da Zeit hat und wenn genügend zusammenkommen, denke ich, sollten wir das ruhig stattfinden lassen. Alles klar, dann kann ich mich danach orientieren. Aber ich weiß, wahrscheinlich Samstag und Sonntag kann ich wahrscheinlich meistens nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay, danke. Ja, ich möchte die Stefanie nochmal bitten, vielleicht die zwei Links reinzustellen in den Chat von den Schutzfeldern. Das würde mich sehr interessieren. Das könnte man ja nicht kopieren irgendwie, das geht ja nicht, wenn der Bildschirm offen ist, dass ich mir das schnell nochmal kopieren kann aus dem Chat. Das wäre nett. Ja, gerne. Ich kann dir aber auch dann die anderen Links auch alle oder die Präsentation auch zur Verfügung stellen, wenn du möchtest. Das ist auch gut. Das ist auch wunderbar. Dann da sind ja die ganzen anderen Links dann auch mit drin. Dann schicke ich dir die dann gleich. Ja, meine E-Mail-Adresse ist ja drin im Chat. Für den Christian hatte ich die vorhin reingestellt. Arno, du bist aber auch bei den Studenten, ne? Du bist im Zoom drin. Ja, 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 ja. Das heißt, man kann dich darüber erreichen und kann dir das zuschicken. Das ja. Du musst einfach nochmal reinschauen dann. Ja, dann guck ich nochmal rein. Danke. Ja, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für den heutigen Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich beende damit den 109. Wissenssucher-Workshop. Es ist jetzt kurz nach 9. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Danke, Stefanie. Und allen einen schönen Abend. Ja, dir auch. Vielen Dank, Stefanie. Danke. Danke, schönen Abend. Danke. Danke, schönen Abend euch.